Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, die Uhr ist auf 11:02 gesprungen. Ja, ich beginne. Wir wollen ja unsere Zeit nicht reduzieren. Herzlich willkommen zum Webinar Hybrid Cloud und DevOps Automation. Partnerschaften ist für die Profi-Com ein ganz, ganz großes Thema, ein wichtiges Thema und auch in der Vergangenheit von ja, großen Erfolg geprägt. Deswegen heute aus diesem Grund gemeinsam mit unserem Partner Morpheus dieses Webinar. Aber bevor wir über die Geheimnisse des Multi-Cloud-Managements von Morpheus reden, kurz zur Profi-Com. Der nächste Slide, bitte. Ja, danke. Wir sind in den letzten 3 Jahren, die Profi-Com, zu einer echten DevSecOps-Company gewachsen, muss ich sagen, mit viel Freude, aber auch manchmal erheblichen Schmerzen. Mittlerweile sind wir mehr als 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Silos, vor allem auch die in den Köpfen, verschmelzen zusehends eben zu diesen gesamtheitlichen Denken. Wir nennen sie mittlerweile Functional Areas. Im ersten Slide ist diese Übersicht zu sehen. Sie orientieren sich natürlich am SDLC, also am Software Development Lifecycle, mit den 7 Stages von Plan to Operate und sind, wie gesagt, bei uns mit 7 Schwerpunkten versehen und letztendlich ergänzt durch das Thema Support und Customizing, was wir als Profi-Com schon seit 21 Jahren machen. Martin? Ja, untersetzt nochmal die oberen Bereiche des ganzen Thema Automatisierung und Cloud Management hier in den einzelnen Punkten. Ich will darauf jetzt nicht eingehen. Wie gesagt, die Zeit ist knapp. Die Profi-Com können Sie jederzeit über Telefon oder Internet erreichen. Und wenn es dazu Rückfragen gibt, natürlich sehr gern. Frank Krug, Ihr erster Ansprechpartner bei der Profi-Com und wird dann entsprechend helfen. Martin? Ja, Das zweite, nächste. okay, genau, das wäre das nächste. Das waren die Bereiche, die also in der Übersicht im unteren Teil aufgetaucht sind. Das heißt also, das ist eigentlich unser ursprünglich operatives Kerngeschäft. Wir kommen also aus dem Thema Testing. Aber wie gesagt, in den letzten 3 bis 5 Jahren ist es also wirklich eine DevSecOps-Company geworden und beschäftigt sich mit dem gesamten SDLC. Und hier sehen Sie ein paar Schwerpunkte, die wir da in den letzten 21 Jahren bei vielen großen Kunden, sehen Sie auch an den Referenzen unserer Website hier, mit sehr namhaften Namen und Kunden begleitet haben und erfolgreich Projekte realisiert haben. Ja, das nochmal eine Übersicht, dass wir eben nicht nur große Folien malen können, sondern dass wir neben der Beratung die Projekte auch dann wirklich mit unseren Kunden umsetzen, dass wir auch Reseller sind für Lizenzen von gewissen Partnern, wie zum Beispiel Morpheus, und dass wir den Support für diese Produkte dann letzten Endes im First Level begleiten. Und dass wir sie auch nicht alleine lassen, wenn es dann mal zu einer Lösung und zu einem angenehmen Zusammenarbeiten kam, dass wir auch die Leute, die dann bei Ihnen mit diesen Lösungen umgehen sollen, trainieren, Workshops machen und in dem Gesamtprozess natürlich weiterhin begleiten. Gut, damit aber genug zur Profi-Com. Zurück zum eigentlichen Thema Morpheus. Eine Anmerkung noch, weil ich das Thema heute Morgen hatte, durch Zufall. Falls Sie Probleme haben mit Datenschutzthemen in der Cloud, auch dafür gibt es Lösungen. Wie gesagt, sehr gern können Sie auf mich zukommen. Aber jetzt gebe ich zurück an Martin Kasbauer, Thomas Gessendorfer und Tobias Richter von der Profi-Com, Martin Kasbauer und Thomas Gessendorfer natürlich von Morpheus. Und eine Bitte noch, wenn Sie Fragen haben, einfach im Chat stellen. Ich würde dann am Ende nochmal die Moderation der Fragen übernehmen. Und dann können wir hier in eine lebhafte Diskussion eintreten. Ich übergebe. Danke. Ja, vielen Dank. Martin Kasbauer, darf mich selber noch mal kurz vorstellen, bin für Morpheus Data verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Denver, dem Headquarter und laut Gartner der weltweit führende Anbieter für Multi-Cloud-Management-Plattformen und Hybrid-IT. Und ich wollte heute so mal ein bisschen einen Ausblick geben, wie ist der, also kein Blick in die Glaskugel, sondern wie ist der Stand des Marktes basierend auf Analysen von großen Analystenhäusern und auch, was sind die Trends und Prognosen, was sind die Herausforderungen in diesem Markt? Alle befinden sich ja irgendwo in diesem Thema digitale Transformation. Wie komme ich in die Cloud? Welche Herausforderungen gibt es da? Und was sind basierend auf Analysten und unseren Erfahrungen Best Practices und Empfehlungen? Und will die Slides aber nicht zu lange ausdehnen, sondern wir wollen auch noch einen entsprechenden Part mit einer Live-Demo, wo wir so einen ersten kurzen Einblick geben. Wir können sowas gerne dann gemeinsam mit unserem Partner Proficom in der entsprechenden verlängerten Demo machen. Heute nur ein kurzer Einblick. Wir könnten ohne weiteres 2 Stunden Demo machen. Von der Größe und Mächtigkeit der Lösung, der Plattform.
Die Demo wird dann mein Kollege, der Herr Gessendorfer, Mann von Morpheus Data, zusammen mit Björn von der Proficom. Und dann haben wir nochmal einen Teil für Fragen und Antworten. Zurück zu dem Stand des Marktes von IDC erhoben mit über 1000 Kunden weltweit, ein Drittel davon aus Europa, von daher auch entsprechend ja, darstellenswert für das, was Europa in diesem Markt bewegt. Was ist denn der Stand des Marktes und was bewegt die CIOs in dieser Befragung? Und ein quasi erster Pillar ist, dass heute Stand der Technik ist, dass so über 97% aller Unternehmen beides nutzen, Public und Private Cloud, also Private Cloud On-Premise-Lösungen. Mal als ein Punkt bei den großen Unternehmen sich dieses Hybrid IT entsprechend etabliert hat. Ein anderer Bereich, 71% aller großen Unternehmen oder aller Unternehmen sehen, dass es hier einen gemischten Ansatz gibt und der es notwendig macht, eine Plattform zu haben, um diese Komplexität der Hybrid- oder Multicloud entsprechend zu managen, weil das ein großes Problem darstellt. Wenn ich 3, 4 unterschiedliche Systeme, Clouds habe und On-Premise-Lösungen, wo steht was und wie sind die Wege da drin und wie kann ich das gesamtheitlich managen. Ein weiterer Punkt, den wir eben sieht mit der zusehenden oder zunehmenden Nutzung der Public Cloud, ist, dass also die Workloads umgeladen werden von On-Premise, der Private Cloud in die Public Cloud. Und dort eine große Herausforderung für die Unternehmen besteht, einfach aufgrund der Komplexität und welche Cloud wähle ich wann aus und was sind denn die Kosten dazu. Und passend dazu, eines der größten Probleme, das die Unternehmen sehen, ist, dass sie glauben, dass sie im Bereich Cloud zu viel Geld ausgeben, dass ihnen die Kosten dort aus dem Ruder laufen. Und wenn man sich die Zahlen von Amazon und Microsoft ansieht, die eigentlich ein Marktführer in dem Bereich, dann haben die ein enormes Umsatzwachstum in diesem Umfeld. Und zu den Trends und Prognosen, die Gartner, ein weiterer großer Analyst, sieht, ist eben, dass in den kommenden Jahren die Unternehmen alle dabei sind, eine Plattform für den Self-Service der Infrastruktur aufzubauen, eine Notwendigkeit, um agil zu bleiben, um Innovation und Entwicklung voranzutreiben. Das ein Key-Punkt ist laut Gartner und die Unternehmen sich dort auch hinbewegen. Ein großer Treiber in diese Bewegung, in diese ganze Richtung, auch Richtung Public Cloud, agil zu sein, ist Covid mit Homeoffice. Nicht jeder kann immer ein Rechenzentrum, nicht jeder kann an den Server, nicht jeder kann immer direkt zur IT gehen. Und von da haben wir auch gesehen, auch mit dem Wachstum, was wir in Europa erlebt haben im letzten Jahr, 100% und dieses Jahr weiter darüber hinaus, dass das ein Key-Treiber ist, das Thema Homeoffice und Covid das Ganze noch beschleunigt hat in Richtung Transformation und dem Bereich der Automatisierung und Orchestrierung über diese Plattformen. Und die Empfehlung von Gartner ist eben auch, eine Plattform Ops aufzubauen, um dort ein agiles Software Delivery und ein Self-Service entsprechend aufzubauen für beides, Private und Public Cloud. Private Cloud eben die On-Premise-Lösungen. Das sind so ein bisschen Trends und Prognosen laut Gartner, IDC und anderen Analysten, die wir zusammengesammelt haben, die ich ja auch mal teilen wollte. Und ein sehr starkes Statement von Gartner, das immer noch steht, ist, dass die meisten Unternehmen Probleme bekommen oder mit ihren Initiativen scheitern, was ein starkes Statement ist, mit ihren DevOps-Initiativen, wenn keine Self-Service-Plattform entsprechend adaptiert und aufgebaut ist. Und in den Gesprächen mit vielen großen Unternehmen habe ich auch ein ähnliches Feedback bekommen. Man hat viel Initiative, viel Geld reingesteckt in DevOps-Initiativen und meistens sich aber auf den linken Teil fokussiert und den rechten bis jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Und die Probleme, die daraus kommen, wenn man sich nur auf links fokussiert hat und rechts noch nicht ganz entsprechend
außen vor gelassen hat, was Gartner analysiert hat, ist diese DevOps Challenge, wo man sieht, also links hat man alles modernisiert, hat automatisiert diesen ganzen Development-Prozess von Requirements, Entwicklung und Testing bis hin zum Build. Und im rechten Bereich, im operativen Bereich bei den Teams, die hat man so ein bisschen vernachlässigt, wird immer noch traditionell gearbeitet und hat dort große Herausforderungen. Und was dann letztendlich nicht die Ergebnisse erzielt, die man sich eigentlich aus der DevOps-Initiative erwartet hat. Und das Bild ist ein Blueprint von einem unserer Kunden, der zeigt, wie komplex diese Welt inzwischen werden kann, von einem einfachen Service-Request für eine Infrastruktur, für eine Applikation bis hin zum Service-Delivery. Und erst wenn es in Produktion geht, habe ich ja auch den Business-Value erreicht. Wenn es irgendwo startet bei Continuous Integration, dann muss vielleicht ein ITSM-Ticket bearbeitet werden, das Configuration Management etabliert werden. Und dann habe ich in der Mitte den Bereich, wo ich auswählen kann, bleibe ich on-premise oder ist es kostengünstiger, in die Public Cloud zu gehen? Und wenn ja, welche? Habe ich vielleicht noch Hypervisor zu berücksichtigen oder will ich Container Management, Kubernetes entsprechend mit anbinden? Und muss dann im Hintergrund eben auch noch all die anderen Systeme berücksichtigen, von dem Logging der Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur, Backup-Systeme, Monitoring und Load Balancer. Und das wird dann relativ komplex, führt zu langen Wegen und Wartezeiten und ist dann im DevOps-Umfeld eigentlich nicht das, was man sich wirklich erwünscht hat, wenn ich hier immer noch Tage oder Wochen brauche, bis meine Applikation in Produktion geht. Und Probleme, die wir sehen und Analysten, ist, dass dann einfach, wenn es zu lange dauert, Shadow IT entsteht, dass die Dev-Leute letztendlich Ops bypassen und dann irgendwo in die Public Cloud geht und sich dann wundert, wenn die ersten Rechnungen von den Cloud-Anbietern kommen, dass die Cloud-Kosten außer Kontrolle sind. Vielleicht wäre es besser gewesen, on-premise zu bleiben oder eine Wahl zu haben. Die Service Delivery eben einfach immer noch zu lange dauern und das Ops-Team insgesamt in den verschiedenen Abteilungen nicht wirklich effektiv zusammenarbeiten kann. Und ein paar Fragen und Herausforderungen, wenn man sich dieser Herausforderung stellen will, hat Gartner hier auch mal in seinem Evaluation Criteria für Cloud Management Plattformen gestellt mit den vier Bereichen Automatisierung, Brokerage mit der Provisionierung, Orchestrierung, Lifecycle, Kostmanagement und Ressourcenoptimierung und Governance, wenn es darum geht, Security und Compliance-Richtlinien wieder einzuhalten. So die fünf Fragen, die man stellen sollte laut Gartner, ist, habe ich die Möglichkeit, über einen Self-Service mir zu holen, was ich brauche und wann ich es brauche? Habe ich die Möglichkeit, Clouds, ob jetzt On-Premise oder Private, zu managen, so wie ich es benötige? Kann ich die Einhaltung von Policies und Workflows entsprechend mit berücksichtigen und implementieren in so eine Cloud-Management-Plattform? Automatisierung, ein ganz wesentlicher Punkt, nicht nur im Dev-Bereich, sondern auch im Ops-Bereich. Wie kann ich eine Automatisierung erreichen, um hier eine Beschleunigung der Prozesse zu erreichen? Und letztendlich Costing, wie kann ich meine Ressourcen, meine Cloud-Kosten, ob es private oder on-premise sind, public oder on-premise, wie kann ich die optimieren? Und dazu bietet Morpheus Data ein Self-Service-Portal an, wo ich im Zentrum eben mit dem Self-Service-Portal aus einem Katalog auswählen kann, die Applikationen, die Instanzen, das, was ich benötige, mit Workflow und Approval hinterlegt, mit einem Trigger, der auch in ITSM-Systeme integriert ist und ich dort, sofern es gewünscht ist, eine Kostenübersicht habe, wo wähle ich welche Systeme, welche Applikationen mit welchen Ressourcen aus. Und das operative Team auch sehen kann, wie die Auslastung der einzelnen Applikationen ist, ob eine Testinstanz vielleicht auch gar nicht mehr genutzt wird, wieder abgeschaltet werden kann. All diese Möglichkeiten in einem Überblick und für den Business, für den internen Kunden letztendlich
die Möglichkeit gibt, schnell einen Service-Request abzuliefern und dann über die Prozesse automatisiert auch zur Verfügung gestellt zu bekommen. Insgesamt baut sich die Lösung auf, diese Cloud-Management-Plattform mit dem Zentrum, dem Self-Service-Portal und einer zentralen Orchestrierung über alle Lösungen, über alle Bereiche hinweg, so dass ich in einem Bereich CloudOps die Möglichkeit habe, unabhängig davon, ob es On-Premise, Private Cloud oder Container Management ist, alles in einer Oberfläche entsprechend aufzubauen und entsprechend zu orchestrieren. Ich kann Governance und Control entsprechend Workflows, Multi-Tenancy, Role-Based Access Zugriff entsprechend implementieren und damit die Einhaltung von Richtlinien und Workflows und Approval-Prozessen entsprechend kontrollieren. Habe die Möglichkeit, eben entsprechend durch diese Workflows die ganzen Provisionierungsprozess, den Lifecycle-Prozess wesentlich schneller entsprechend durch den von einem Service-Request bis zum Delivery zu ermöglichen, unabhängig davon, ob es Bare Metal, virtuelle Maschine, Container oder Plattform as a Service ist. All diese Bereiche kann ich entsprechend dort mit einbauen und letztendlich dann auch bekomme ich einen Überblick über die Cloud-Kosten, über Spendings, sehe, wie die Auslastungen ist, kann entsprechend die Ressourcen, die Applikationen, die Services, Right-Sizing machen und auch vergleichen, wo entstehen mir welche Kosten und wie fahre ich hier eventuell günstiger mit meiner Lösung. Soweit in einem ersten Überblick, was wir als Lösung anbieten. Und bevor wir jetzt hier weiter über Slides reden, würde ich hier an Thomas Gessendorfer und Björn übergeben, damit wir mal einen Einblick in das System live bekommen, Sie ein besseres Bild davon bekommen, wie das Ganze aussieht, wie so eine Cloud-Management-Plattform funktioniert und wie ich dort entsprechend Prozesse einbinden kann. Ganz genau. An der Stelle von meiner Seite kurzer Hinweis, du möchtest an Tobias Richter und Thomas Gessendorfer übergeben. Ja. Vielen Dank. Kein Problem. Vielen Dank für den kurzen Überblick. Von mir auch nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Mein Name ist Tobias Richter. Ich bin seit 2014 bei der Proficom und ja, in den letzten so etwa 5,5 Jahren bin ich IT-Consultant für die Themenbereiche rund um die Cloud, das heißt Automatisierung, Orchestrierung, ja, Management von Self-Services. Ich erstelle quasi als Entwickler verschiedenste Self-Services für die unterschiedlichsten Kunden aus Banken, Behörden oder Telekommunikationsbranche, verschiedenste Dienstleister und baue da sozusagen Automatisierungsworkflows und die zugehörigen Einstiegspunkte, Self-Service eben, insbesondere für Infrastruktur, also automatisierte Infrastruktur-Deployments wie VMs, Networks, Bare Metal oder auch in Richtung Container oder auch ganze Apps. Das Ganze natürlich in verschiedensten Umgebungen, sowohl Public Clouds wie AWS oder Azure, als auch natürlich Private Clouds wie vSphere. Ja, weiteres Thema ist natürlich auch die Migration, was mit Cloud-Management immer einhergeht. Und auch ja, damit beschäftige ich mich. Ich würde an der Stelle ganz kurz Thomas bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst und dann könnten wir ja vielleicht mal in die Demo einsteigen. Ja, auch hallo von meiner Seite aus. Thomas Gessendorfer ist mein Name. Ich bin jetzt seit 2 Jahren zusammen mit dem Herrn Kaspar im Vertriebsteam hier im Dachbereich für Morpheus tätig. Komme eigentlich aus der Infrastruktur, das heißt seit 16 Jahren im IT-Umfeld gestartet, im Rechenzentrum als Strippenzieher, dann über Storage- und Serverbereich zum Thema Datenmanagement und Data Protection gewechselt. Und jetzt relativ mit diesem Hintergrund relativ gut aufgehoben bei Morpheus Data. Und was ich versuche heute ist, in einer 30-minütigen Live-Demo
die Sweet Spots, die Haupt-Use Cases unserer Lösung zu zeigen. Und dazu haben wir bei uns in unserem Headquarter in den USA ein Demosystem, an dem mehrere Clouds, mehrere Integrationen angeschlossen sind. Und ich versuche Ihnen da mal einen Überblick zu verschaffen. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir sehen ja deinen Bildschirm schon. Vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, vielleicht kannst du erstmal kurz was dazu sagen, wie so die grundlegende Installation von Morpheus aussieht. Was benötige ich vielleicht für Ressourcen? Gibt es Betriebssystemeinschränkungen? Wie lange dauert das Ganze? Oder kann ich es vielleicht auch in einer Art Hardware Appliance oder als Software as a Service nutzen? Ja, gerne. Vielleicht auch für die Teilnehmer, wenn sie Fragen haben, es gibt in WebEx dieses Question-Answer-Element. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen da rein. Wir versuchen das dann nach der Demo zu klären bzw. die Fragen zu beantworten. Was das Thema Installation betrifft, wir überlassen es unseren Kunden. Wir sind kein Software-as-a-Service-Hersteller. Das heißt, wir stellen keine SaaS-Lösung nativ zur Verfügung, aber wir erlauben unseren Kunden zusammen mit unseren Partnern, weil unser komplettes Business partnergetrieben ist, das selbstständig zu entscheiden. Das heißt, wir stellen unsere Lösung als Software zur Verfügung. Wir erlauben eine gewisse Auswahl an Linux-Betriebssystemen, das heißt alle gebräuchlichen Linux-Derivate wie Red Hat-basierte Derivate, wie Debian, wie SLES, aber auch Public Cloud Linux-Derivate wie Amazon Linux unterstützen wir. Wir stellen die Software zur Verfügung. Wie, wo und in welcher Form das Ganze betrieben wird, entscheidet letztendlich der Kunde zusammen mit den Partnern. Es gibt Partner, die stellen den Kunden auch über eine MSP-Plattform die Softwarelösung von Morpheus zur Verfügung. Es gibt Partner, die stellen Morpheus als hardwarebasierte Lösung den Kunden zur Verfügung. Wir von Morpheus verkaufen Software, wir vertreiben keine Hardware, das heißt, es gibt es nicht als Appliance. Die Inbetriebnahme geht sehr, sehr schnell vonstatten. Das heißt, die initiale Installation ist in 2 Stunden erledigt und dann hängt es einfach von den Use Cases, von den Anbindungen, von den erforderlichen des Kunden ab. Aber wir stellen einfach fest, dass unsere Kunden, was das Handling, was das Ease of Use von Morpheus Data betrifft, sehr glücklich sind und es eigentlich keine vergleichbaren Lösungen gibt, um das Ganze von 0 auf 100, also von der Installation bis zur Inbetriebnahme, schnell und zügig in Betrieb zu bekommen, ohne große Ressourcenaufwendungen. So kenne ich das. Wir sind bei verschiedensten Installationen eben von solchen Plattformen sind wir schon das eine oder andere graue Haar gewachsen. Dann ist es auf jeden Fall ein erster Erleichterungsschritt, da reinzukommen. Jetzt sehen wir hier die, die Login-Authentifizierungsoberfläche. Wie funktioniert das jetzt im Hintergrund? Wo kommen denn jetzt User her? Wie bringst du die hier rein? Können die irgendwie von Rollen oder ist das Ganze rollenbasiert? Kann ich verschiedenste Rechte setzen? Wie wäre das jetzt? Das Ganze, die ganze Lösung, die ganze Plattform ist letztendlich ein Service Framework. Das heißt, wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, Multi-Cloud-Umgebungen mit wirklich sehr, sehr ausgeprägten Drittanbieter-IT-Services hier als Framework zu bundeln und dann Berechtigungen zu vergeben. Die Berechtigungen funktionieren auf Tenant-Ebene. Tenant kann eine interne Organisation sein eines Kunden, kann aber auch für einen MSP-Provider ein Kunde des MSP-Providers sein. Das heißt, es gibt immer einen Master-Tenant. Wenn Sie Morpheus installieren, gibt es einen Installations-Wizard und Sie legen den Master-Tenant mit einem Root-Administrator fest, der verwaltet das komplette System, die Zugriffsrechte für die einzelnen Tenants und für die verschiedenen User dieser Tenants. Die User werden in der Regel natürlich aus Directory-Services wie Azure AD, wie Active Directory, wie LDAP, wie SAML-konformen Single-Sign-On-Lösungen ins System gebracht.
Sie haben die Möglichkeit, auch mit lokalen Benutzern zu arbeiten. Das mache ich in dem Fall jetzt hier auch. Aber letztendlich wird in der Produktion irgendeine Directory oder ein Single Sign-On System zur Verfügung stehen, das den Usern erlaubt, mit den bekannten Credentials sich einzuloggen und dann automatisch innerhalb von Morpheus mit in Morpheus verwalteten Rollen versehen zu werden. In den Rollen legt man letztendlich fest, was darf der User, was darf er benutzen, zum Beispiel welche Clouds oder auch für On-Premise-Umgebungen, welche Data Stores, welche Netzwerke oder welche Vorgaben hat der Nutzer, wie viele VMs darf er provisionieren, wie viele CPUs darf er verbrauchen, er sieht einen Preis, es gibt ein Pricing-Modul. All das definiert man über Rollen, um sicherzustellen, dass gewisse oder dass die Regeln, Policies, Namenkonventionen zum Beispiel eingehalten werden und der User entweder eine fortgeschrittene Oberfläche sieht, indem er bestimmte Settings selber anpassen oder einstellen kann, oder eine einfache Oberfläche sieht, indem er einfach nur einen Dienst beantragt. Was im Hintergrund abläuft, in welcher Cloud er diesen Dienst dann zur Verfügung gestellt bekommt, sieht der User gar nicht. Ich will es jetzt einfach mal kurz zeigen hier und ich logge mich hier mal mit einem Admin-User ein. Das ist ein lokaler User, das sieht man jetzt auch. Man sieht jetzt auch die komplette Oberfläche. Das heißt, ich als Admin-User habe die Möglichkeit hier alle Menüs, alle Tools etc. Hier auszuwählen und zu verwalten. Was aber letztendlich gemacht wird, ist, ich lege Tenants an, es gibt einen Master-Tenant, es gibt eine x-beliebige Anzahl an Subtenants. Den Subtenants werden Tenant-Rollen zugewiesen, die definieren, was die User oder was alle User innerhalb eines Tenants maximal tun dürfen. Und wenn ich jetzt mal in einen Subtenant reinschaue, einen Pied Piper zum Beispiel, dann sieht man die User hier in diesen Tenants und auch diesen Usern kann man dann User-Rollen zuweisen. Das heißt, innerhalb der Tenants kann man einmal klar definieren, welche User oder Usergruppen was dürfen, was tun müssen, was nicht dürfen oder welche Regeln eingehalten werden müssen. In diesen Identity Sources kann man dann die Directory Services oder Single Sign-On Lösungen definieren, um die User hier im System automatisch zu aktivieren. Und wie das zum Beispiel für einen User aussieht, der nicht die gleichen Berechtigungen wie ich jetzt als Administrator habe, nehme ich mal den Dinesh hier, der hat die Rolle Pied Piper Developer. Da ich Administrator bin, habe ich hier den Impersonate Button, das heißt, ich kann diesen User jetzt emulieren. Und dann sieht man jetzt, wie würde die Oberfläche, die gibt es übrigens für jeden Tenant auch mit dedizierten Login-Link, das heißt, jeder Tenant bekommt eine eigene Login-URL zur Verfügung gestellt, wie diese Oberfläche für den Dinesh aussehen würde. Und hier sieht man schon, er hat bei Weitem weniger Menüs, weniger Features zur Verfügung. Er hat in seinem Service-Katalog eine limitierte Anzahl an Diensten zur Verfügung, die er provisionieren darf. Er darf auch zum Beispiel nur in gewissen Cloud-Ressourcen provisionieren. Letztendlich sind wir das Service-Framework und wir erlauben es unseren Kunden, ein Public-Cloud-like-Portal über verteilte, hybride Multi-Cloud-Umgebungen aufzubauen. Der Kunde bringt seine Clouds, seine Integrationen ins System rein und vergibt dann darauf Berechtigungen oder erteilt Vorschriften, wie das Ganze zu verwenden ist. Und wenn ich jetzt hier wieder aus dem Dinesh-Account rausgehe, Quit Impersonate, dann lande ich wieder in meiner Admin-Oberfläche. Wir haben hier die Tenants gesehen, wir haben hier die Rollen, die wir definieren können. Die können auch für die Tenants von den Tenant-Administratoren verwaltet werden. Nur damit man mal sieht, wie so eine Rolle aussieht, die ist sehr komplex. Hier kann man definieren, auf welche Futures, also auf welche Menüs zugegriffen werden darf, welche Clouds genutzt werden dürfen, welche Instance Types. Ein Instance Type ist zum Beispiel ein Dienst, den man aus der Library provisionieren darf. Das heißt, jeder User kann dann auch wieder nur Zugriffsberechtigungen oder die Erlaubnis haben, bestimmte Dienste auswählen zu dürfen. Welche Blueprints? Blueprints sind mehrschichtige verteilte Instance Types. Und Personas, die haben wir neu eingeführt vor einem halben Jahr, die erlauben es, aus einer
aus einer, ich sage jetzt mal, Advanced Provisioning-Oberfläche eine sehr einfache Provisioning-Oberfläche zu gestalten. Das heißt, er klickt einfach nur in einem Art Warenkorb-System auf einen Dienst, SAP oder Apache, klickt auf Bestellen, sieht den Preis und schickt das Ganze ab. Da wir ein Library Management haben, haben wir seit 3 Monaten jetzt auch virtuelle Desktops mit drin. Das heißt, wir haben eine VDI-Lösung, die es erlaubt, eine Oberfläche zum Starten von Windows- oder Linux-Desktops freigeben zu können. Können da individuelle Zugriffsrechte definieren und über Policies hat man dann die Möglichkeit, Regeln zu definieren und die Regeln können verschiedener Natur sein, angefangen von Namenskonventionen bis zu Quotas für eine maximale Anzahl von VMs, Containers und die kann man dann, die Policies kann man dann entsprechend auf einzelne User, auf Usergruppen, auf Cloud oder auch auf gesamte Tenants anwenden. Das heißt, das sind hier die Dinge, um Funktionen, um Governance-Regeln einzuhalten. Die werden in der Regel auch von den Administratoren festgelegt. Das kann ein Master-Tenant-Admin sein, kann aber auch, wenn er die Berechtigung hat, ein Subtenant-Admin sein. Soweit zum Thema User und Tenant Management, Tobias. Das ist der grobe Überblick mit den Funktionen. Ja, vielen Dank. Das war schon mal ja, sehr, sehr übersichtlich und vor allen Dingen, was mir so auffällt, gerade zum Thema Installation und erste Konfiguration. Ich kenne das, dass diese Prozesse schon alleine sehr Consulting getrieben sind. Wie sieht denn das hier aus, wenn ich gerade tiefe oder sehr verschachtelte Rollen und davon auch noch mehrere über mehrere Tenants erstellen will? Das sind nur gerade Tasks, die würde man jetzt nie unbedingt alle händisch machen, wenn ich jetzt gerade ganz viele Kunden habe. Gibt es die Möglichkeit, sowas auch über eine API zu treiben? Ja. Also, dass ich quasi eine Automatisierung hier mit reinfahre, wenn ich zum Beispiel einen neuen Kunden onboarde? Ja, wir haben Kunden und es ist so, was wir jetzt hier in der Demo zeigen, ist die GUI. Aber natürlich haben wir auch eine CLI und wir haben auch eine API. Das heißt, sowohl administrative Dinge als auch zum Beispiel eine Provisionierung aus einer CI/CD-Pipeline rauszustarten, ist jederzeit möglich. Ja, man kann Configs exportieren, man kann Configs wiederverwenden, YAML, JSON-Format, oder man kann auch die komplette Administration über eine API machen. Das geht. Okay, genau. Das war bloß mal eine kurze Zwischenfrage. Worauf ich jetzt gerne noch eingehen würde, wie sieht denn das aus? Ich sprach ja gerade davon, so ein genereller Management oder Cloud-Management und Self-Service, bis der an den Kunden kommt, der Prozess oftmals sehr ja, Consulting getrieben. Man braucht viel Know-how dazu, eventuell externe Unterstützung. Ist es hier vielleicht ein bisschen einfacher, neue Clouds und neue Self-Services hinzuzufügen? Habe ich vielleicht einen gewissen Katalog, den ich schon direkt verwenden kann? Ja, es ist in der Regel so, wenn man das System installiert, wird man als erstes Clouds definieren. Und Clouds sind On-Premise oder Public-Cloud-Umgebungen. Es können auch Bare-Metal-Server sein. Es gibt sogar eine Dummy-Cloud, die nennt sich Morpheus und die kann man nutzen, um nicht managebare Bare-Metal-Server hinzuzufügen. Was wir machen ist, wir fügen alle und administrieren und managen alle Clouds und Integrationen, die zeige ich nach den Clouds, über deren APIs. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren. Sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es sehr einfach möglich, eine Cloud in Morpheus sichtbar zu machen. Wenn man hier auf das Fenster Add klickt, Create Cloud, dann haben wir die Auswahl der Clouds, die wir unterstützen. Wir haben auch ein Plugin-Framework, mit dem wir demnächst erlauben werden, zusätzliche Clouds hinzuzufügen. Ich habe es in Deutschland nicht gesehen, dass ein Kunde eine weitere Cloud nutzt, die hier nicht gelistet ist. Und die geht los von den ganz großen Clouds bis hin zu den kleineren Cloud-Lösungen. Aber natürlich auch im On-Premise-Umfeld haben wir die Unterstützung für alle bekannten Hypervisor oder Private-Cloud-Umgebungen. Und das heißt, ich brauche eigentlich, nehmen wir mal das Beispiel VMware.
ich brauche eigentlich, um eine Cloud hinzuzufügen, eine entsprechende Subscription oder einen entsprechenden Account. Im Falle von VMware greife ich auf die vSphere oder vCenter Systeme zu, auch wieder über die APIs natürlich. Ihr habt die Möglichkeit, hier mit Greenfielding oder mit Brownfielding zu starten. Das kann ich mir aussuchen. Das heißt, mit Greenfielding würde ich die bestehenden VMs nicht einlesen, mit Brownfielding würde ich die einlesen. Warum will ich das machen? Weil Morpheus Data eine sehr ausgeprägte Automatisierungsfunktionalität hat. Und das heißt, die können Workflows oder Tasks, wie wir das nennen bei Morpheus, auch für oder in bestehenden VMs laufen lassen, wenn sie Brownfielding machen. Wenn sie bei Null anfangen wollen, lesen wir nur Data Stores, Netzwerke, also Infrastruktur, Themen ein, die sie benötigen, um Provisioning, Orchestrierung und Automatisierung für diese Systeme auszuführen. Was zeigt dann diese Cloud an, die alle 5 Minuten übrigens im Hintergrund synchronisiert wird? Alle Informationen, die wir benötigen, die Sie benötigen, entsprechend diese Systeme zu verwalten und dort auch provisionieren zu können. Wir erlauben es auch über ein integriertes Management-System oder Orchestrierungssystem, entsprechende Kubernetes-Cluster dort zu provisionieren. Was Sie sehen hier ist, deswegen taucht die Frage oft auch auf, warum sehe ich hier einen Kubernetes-Cluster in dieser VMware-Umgebung? Hier wurde ein Kubernetes-Cluster in Form von VMs in VMware provisioniert und der kann wiederverwendet werden beim entsprechenden Provisionieren von Diensten, indem man den User auswählen lassen kann, ob er neue Dienste in Containerformat oder in VM-Format provisionieren will. Wir lesen die Hosts ein, das können hier die ESXi-Hosts sein, das sind aber auch die Kubernetes-Worker und Masternodes. Wir lesen die VMs ein, wir lesen Dinge wie Netzwerke ein, wie Datastores ein. Sie können hier Berechtigungen vergeben, das heißt, Sie können hier wieder einschränken, welche Gruppen, welche Tenants auf diese Netzwerke zugreifen dürfen. Das heißt, Sie können genau definieren, welcher Nutzer kann welche Cloud-Ressourcen nutzen. Das Portal letztendlich sieht für alle gleich aus. Das ist die erste Stufe der Einbindung bestehender Infrastrukturen. Die zweite Stufe sind die Integrationen. Integrationen sind Day-2-Lösungen wie Backup, wie Netzwerk. Denn wenn Sie provisionieren, wollen Sie sicherstellen, dass IP-Adressen, dass DNS-Einträge, dass Load-Balancer-Konfigurationen automatisch über Morpheus Data festgelegt werden. Integrationen bieten aber auch die Möglichkeit an, Dinge wie CMDB-Einträge vorzunehmen. Das heißt, die provisionieren einen neuen Dienst und sie wollen automatisch nach dem Provisionieren einen Eintrag in ihre CMDB-Datenbank haben. All diese Dinge sind derzeit für 85 Out-of-the-Box-Integrationen möglich. Und es geht von Automatisierung, da sind Dinge dabei wie Ansible natürlich, über DNS-Einträge, Code-Repositories. Diese Repositories nutzen die Kunden dann, um bestehende Code-Fragmente für Automatisierung in unseren Workflows und Tasks wiederzuverwenden. Das heißt, Sie können im Morpheus Data auch Ihren Code verwalten, indem Sie Copy und Paste machen, müssen Sie aber nicht. Sie wollen natürlich Ihre bestehenden Repositories nutzen und die können Sie dann entsprechend wiederverwenden. Geht hin bis zu ITSM-Lösungen wie ServiceNow. ServiceNow ist relativ ausgeprägt, bietet die Möglichkeit, außer CMDB auch Incident Management zu machen, oder Sie haben die Möglichkeit, den Morpheus-Katalog in ServiceNow, in der ServiceNow GUI zur Verfügung zu stellen, um den Benutzern zu erlauben, aus ServiceNow Dienste anzufordern. Aber auch Dinge wie Approval Workflows sind sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ein Benutzer beantragt einen neuen Dienst, aber er muss zwingenderweise erst ein Approval von seinem Vorgesetzten haben, um den zu provisionieren. Das sind die Dinge, um die entsprechenden notwendigen Infrastrukturressourcen festzulegen. Man kann dann über Plans und Pricing entsprechende Preise festlegen. Das passiert für Public Clouds nicht manuell, sondern die Preise und Kosten werden aus den Public Cloud Umgebungen alle 24 Stunden eingelesen. Weil Sie vorher gesehen hatten, VMware, da standen oben Preise mit dabei.
die wurden von mir oder von uns für das Demosystem selber festgelegt. Für Ihre eigenen Systeme legen Sie die Preise natürlich selber fest, denn nur Sie kennen die Preise für CPUs, RAM, Cache, Services, Softwarelizenzen etc. Das sind die wichtigsten Dinge, um Ressourcen zu bundeln und entsprechend Berechtigungen drauf zu vergeben und dann mit Morpheus Data ja, erfolgreich provisionieren zu können. Vielen Dank. Ja, dann haben wir jetzt quasi ja von Greenfield und von Brownfield gehört. Wie ist es denn so, wenn ich jetzt neue Services quasi hinzufügen möchte? Ich habe, ich denke da ja ganz klar immer den Self-Service-Gedanken. Gehe, stelle mir den Kunden vor, wie er jetzt reingeht und sagt, ich brauche als Entwickler eine Linux-Maschine mit vielleicht noch einem gewissen Software-Stack obendrauf. Wie kann ich ihm das hier zur Verfügung stellen? Wir haben hier ein Modul im Menü Provisioning, das nennt sich Library und das ist das Management Ihrer Dienste, die Sie Ihren Nutzern zur Verfügung stellen. Instance Types nennen wir die, aber ein Instance Type muss nicht zwingenderweise eine einzelne VM sein. Es kann auch ein Cluster sein, das kann auch ein Containerdienst sein, das kann aber auch ein Infrastructure as a Code Dienst sein, der auf einem Terraform Template basiert. Letztendlich richten Sie sich die Library so ein und versehen die mit den Automatisierungsworkflows und Tasks, dass am Ende des Provisionierens eine fertige, durchkonfigurierte Applikation dabei rauskommt. Sie geben dann wieder Zugriff auf die Instance Types für Ihre Nutzer und Tenants. Instance Types werden, wie gesagt, zusammengebaut, entweder aus virtuellen Images, die Sie aus Ihren bestehenden Clouds importieren, zum Beispiel aus VMware können Sie Ihre VMware-Templates importieren und darauf einen Instance-Type bauen. Sie können den Instance-Type dann mit Workflows versehen, wenn Sie entsprechende Skripte ausführen wollen. Sie können aber auch den Usern erlauben, eigene Skripte oder Workflows beim Provisionieren auszuwählen. Das geht auch. Sie können aber auch einen Instance-Type aus Spec-Templates bauen. Das heißt, es ist Infrastructure as a Code und hier gibt es die Möglichkeit, für verschiedene native Cloud Infrastructure as a Code Lösungen oder Skriptsprachen bis hin zu universellen Skriptsprachen wie Terraform, die wieder zu nutzen. Und wenn Sie hier Terraform nutzen, dann haben Sie wieder die Möglichkeit, auf Ihre Integrationen in Form von Repositories zuzugreifen. Das heißt, wenn Sie Ihre TF-Files irgendwo in einem Repository haben und wollen die nutzen, um Dienste zu provisionieren, dann müssen Sie die nicht zwingend hier mit Copy and Paste reinkopieren, dann würden die nämlich auf der Morpheus Appliance gespeichert werden, sondern Sie nutzen die in der Regel aus Ihren Repositories. Sie bauen sich die Library zusammen, geben Berechtigungen drauf auf die Instance Types und damit legen Sie fest, wer darf welchen Art von Dienst eventuell auch in einer oder mehreren Clouds verteilt, das geht auch, oder auch mehrschichtig, das nennt man dann Blueprint, entsprechend provisionieren und wer muss welche Vorgaben einhalten. Wie sieht das Ganze aus? Zwei Möglichkeiten. Jetzt zeige ich erst die Standardversion für Standard-User. Ich muss natürlich hier auf Provisioning Instances gehen. Das heißt, ich bin jetzt ein Nutzer, der die Advanced GUI sieht, klicke hier auf Add. Ich sehe hier meinen Katalog, der übrigens für jeden Nutzer natürlich anders aussieht. Sehr wichtig. Ihr nutzt jetzt hier mal den Apache-Dienst, spielt jetzt keine Rolle. Klicke auf Load. Ihr habt die Möglichkeit, hier meine Gruppe auszuwählen, meine Clouds, auf die ich Zugriff habe, auszuwählen. Den Namen meiner Instanz, meiner VM, kann ich nicht angeben, weil den hat mir mein Admin vorgegeben in Form von Regular Expressions als Policy. Ihr habt die Möglichkeit, Environmental Text festzulegen. Klick auf Next. Dann habe ich je nach Möglichkeit oder das Library Setup, entweder kann ich den Apache-Dienst als Container provisionieren oder ich kann den basierend auf einer Ubuntu VM provisionieren. Nehmen wir mal die VM. Kann hier den Service Plan, auf den ich Zugriff habe, also die T-Shirt-Size auswählen in meiner VMware-Umgebung. Habe Zugriff oder die Sichtbarkeit verschiedener Resource-Pools, kann Volumes hinzufügen, Netzwerke auswählen, kann meinen User automatisch erstellen lassen, also meinen T-Gessendorf, für den ich hier zum Login benutzt habe, um gleich auf das System zugreifen zu können. Klick auf Next.
und habe jetzt die Möglichkeit, Workflows laufen zu lassen. Hier ist die Liste auch relativ groß. Ich bin Admin, ich habe Zugriff auf alle Workflows, sind in der Regel eingeschränkt. Sie haben die Möglichkeit, Backup-Lösungen als Integrationen zuzufügen, entweder freiwillig oder mandatory. Sie haben die Möglichkeit, Replikation über eine Integration mit Certu laufen zu lassen. Sie haben die Möglichkeit, Lifecycle-Policies festzulegen, und in unserer Demo-Umgebung werden die Maschinen automatisch nach einem Tag runtergefahren und nach zwei Tagen gelöscht. Das sind Dinge, die kann man anpassen, kann man entweder mandatory machen oder freiwillig. Ich klicke einfach auf Complete, nachdem ich den Überblick sehe. Ich sehe den Preis für meine Apache-Instanz meiner VMware Cloud und klicke auf Complete. Und dann wird das System provisioniert, indem es in VMware einen Clone meines Templates erstellt und das System konfiguriert. Ich habe es hier schon vorher mal ausgerollt, damit wir nicht gleich oder nicht nur länger warten müssen, bis das durchläuft. Sie haben auch dann die Möglichkeit, verschiedene Aktionen, wenn Sie die Rolle entsprechend haben, auszuführen für die jeweilige VM. Das heißt, Sie können die VM starten, stoppen, klonen, einen Snapshot erstellen, reconfiguren, das heißt Platten hinzufügen, Disks auswerfen etc. Sie können Workflows laufen lassen. Beispielsweise, wenn Sie auf die Konsole zugreifen, dann funktioniert das Ganze über einen integrierten Guacamole-Server. Das heißt, hier müsste eigentlich jetzt Login-Fenster erscheinen. Und da ich in meinem User-Account automatisches Login, wenn ich die Konsole nutze, eingestellt habe, bin jetzt in meiner Ubuntu VM drinnen. Ich habe die Möglichkeit, wirklich dedizierte Metadaten anzusehen. Die kann ich wieder benutzen beim Scripting, beim Automatisieren etc. Das ist der Standardweg zu provisionieren. Die vereinfachte Ansicht sieht so aus als Servicekatalog. Kann man gewissen Benutzern einfach als Standard so vorgeben. Ich wähle hier aus, was will ich denn haben? Ein Apache-Dienst, gehe ich auf Bestellen. Da dieser Apache-Dienst komplett durchkonfiguriert ist, habe ich nur die Möglichkeit, den in AWS in Betrieb zu nehmen. Ich kann hier die Gruppe auswählen, ich kann hier einen AWS T-Shirt Size oder einen Service Plan wieder auswählen. Klick hier, sehe den Preis in AWS, klick auf Add to Order. Der landet in meinem Einkaufskorb. Dann klicke ich auf Review. Und dann klicke ich auf Bestellen. Und je nachdem, welche Workflows hinterlegt sind, zum Beispiel Approval Workflow, kann das eine Weile dauern. Bei mir ist jetzt kein Approval Workflow hinterlegt. Das heißt, auch dieser Apache-Dienst wird analog zur vorherigen GUI jetzt provisioniert. Und dieses Persona gibt Kunden die Möglichkeit, ein Warenkorbsystem, das wirklich Dinge vorkonfiguriert hat, ohne größere Inputs oder Eingaben zu erfordern, zur Verfügung zu stellen, um es wirklich leicht zu machen, Dienste provisionieren zu lassen. Definitiv spannend, ja. Also genau, mir ist es direkt aufgefallen, die erste Maske, die du gezeigt hast, klar, für jeden Entwickler sind das alles verständliche Begriffe da drin. Wenn jetzt natürlich aber ein anderer Endkunde, der jetzt nicht so technisch versiert ist, da rangeht, dem will man natürlich so einen vorkonfigurierten Blueprint sozusagen zur Verfügung stellen, dass der gar nicht mehr diese Wulst an enormen Auswahlmöglichkeiten hat, sondern er will eigentlich schnell zum Punkt kommen und schnell seine Provisionierung haben. Ja, ich denke an der Stelle, das war schon sehr beeindruckend. Willst du noch irgendwas unbedingt jetzt zeigen oder wollen wir dann langsam zum Ende der Demo kommen und in die Fragerunde einsteigen? Ich würde ein Thema nur ansprechen wollen, Automatisierung, weil dieses Thema ist eigentlich bei jedem Kunden wichtig. Man will ja keine Vanilla-Betriebssysteme provisionieren, sondern wirklich zusätzliche Möglichkeiten haben, ein System vor, während oder nach der Provisionierung managen zu können. Es ist relativ schnell gezeigt. Wir haben das hier im Menü Automatisierung. Und letztendlich bestehen die Skripte bei uns aus Tasks und Workflows. Tasks können verschiedene Skriptsprachen sein, von Shell oder PowerShell bis hin zu einfachen E-Mail-Notifications.
Diese bundelt man dann in Workflows und die Workflows kann man bei der Provisionierung ausführen, kann man manuell ausführen oder kann man schedulen, also zu wiederkehrenden Zeitpunkten ausführen. Ein schönes Beispiel ist dieses PowerShell-Skript Active Directory User, ist übrigens jetzt hier lokal, also mit Copy and Paste drinnen. Was das macht ist, es stellt eine Maske zur Verfügung. In den Workflow reingehen, Entschuldigung, ich war jetzt im Task. Ich stelle eine Maske zur Verfügung, die vom Benutzer Eingaben erfordert. In dem Fall wird jetzt ein Active Directory User erstellt. Im Hintergrund wird das PowerShell-Skript ausgeführt. Das PowerShell-Skript übernimmt die Eingabeparameter oder Eingabewerte hier als Variablen. Und das Schöne daran ist, man kann aus solchen simplen Skripten auch ein Marketplace-Item bauen. Ja, wir haben hier diesen Create Active Directory User. Das heißt, man kann das auch als ja, Service zur Verfügung stellen. Das Thema ist einfach, bei jedem Kunden ist es letztendlich anders. Für jede Art von Automatisierung kann man sorgen. Man kann auch Integrationen mit reinbringen, die wir nicht out of the box unterstützen, indem man zum Beispiel, wenn man eine Homemade CMDB-Datenbank hat, hier einen Task erstellt, der die entsprechenden CMDB-Einträge aus den Metadaten der provisionierten Systeme zieht. Und wir stellen letztendlich alle Daten, die Sie in dieser Instance-Übersicht sehen, als Metadaten zur Verfügung. Die anderen Systeme sind jetzt auch schon hochgefahren, sieht man gerade. Das heißt, Sie können diese Parameter, diese Werte wieder benutzen und die dann in Ihrer CMDB-Datenbank über Tasks eintragen. Das ist nur ein simples Beispiel, aber Sie können letztendlich von A bis Z über Automatisierung alles durchkonfigurieren, alles fertigstellen. Das heißt, er sieht hier jetzt die IP-Adresse, greift darauf zu und normalerweise sollte es hier, wenn es ein AWS, MVMware geht es nicht. Wenn es ein AWS-Apache-Dienst ist, sollte der mit einer Public-IP-Adresse versehen sein. Und sollte hier eigentlich, der Apache-Webserver auftauchen. Da ich nicht im VPN bin, bei uns kann ich jetzt nicht auf die VMware-Instanz zugreifen. Aber so sieht man jetzt, man kann hier wirklich komplett durchkonfigurieren und automatisieren, was man letztendlich haben will. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir stellen hier das Framework zur Verfügung, das unsere Kunden nutzen und die Integrationen nutzen können, die sie auch präferieren oder auch in der Produktion einsetzen. Soweit von meiner Seite aus, Tobias. Dann können wir mit der Question-Answer-Session weitermachen. Ganz genau, um es einfach kurz vielleicht von meiner Seite zusammenzufassen. Ich finde es sehr spannend, eine Oberfläche zu haben, die quasi irgendwie das komplette Unternehmen abholt und zusammenbringt. Von der einen Seite das Management, was sicherlich Zahlen, Daten, Fakten interessiert. Auf der nächsten Seite der Administrator, der gerne seine, jetzt meinetwegen, wie wir es eben gerade hatten, einen neuen User anlegen will, eben Self-Services in die Richtung. Und dann eben genauso auch der Entwickler, der sich seine Entwicklungsmaschinen, seine Umgebung schnell einfach mal per Mausklick sozusagen hochziehen kann und bei Bedarf umkonfigurieren oder eben auch wieder löschen kann. Spannende Sache. Ich würde an der Stelle weitergehen. Jetzt muss ich reingrätschen, weil ich auf die Uhr gucke. Die Demo hat ja schon sehr, sehr viel gezeigt. Mir sind so zwei Fragen in den Kopf gekommen. Erstens, wenn man das Ganze mit der Provisionierung und das Management ja auch wirklich, und wir haben gerade über die Management-Ebene gesprochen, machen kann, ist es denn auch möglich, wenn man sich für eine andere Cloud entscheidet, einen Komplettumzug mit Morpheus durchzuführen? Es ist letztendlich so, wir stellen keine nativen Migrationstools zur Verfügung. Wir haben eine Möglichkeit in unserem System, das geht aber nur von einer bestimmten Cloud, also von VMware in Richtung AWS, für Cloud-Migrationen, das heißt von bestehenden, von laufenden Systemen, empfehlen wir unseren Kunden, die cloud-nativen Tools zu nutzen. Was aber letztendlich Morpheus hilft oder wobei Morpheus hilft, ist, den Katalog so aufzubauen, um beim Provisionieren von neuen Systemen
das dem Kunden zu überlassen, wo er denn die Systeme betreiben soll oder betreiben will. Okay. Gut, die zweite Frage ist eine typische Verkäuferfrage, aber da bin ich schon mal in der Rolle. Der USP von Morpheus, also ich habe gesehen, es ist ein mächtiges Tool, es hat eine sehr starke Ausprägung, dass man eben nicht diese ganzen Consulting-Notwendigkeiten betrifft, weil ich glaube, es ist sehr selbsterklärend. Aber was ist so aus eurer Sicht der Vorteil im Vergleich zu Mitbewerbern? Martin? Ja, geht mehr an Martin, oder? Ja, ein schnelles, Return on Value, weil sich sehr schnell implementieren lässt. Wir haben zuletzt einen Kunden in Österreich innerhalb von 6 Wochen produktiv bekommen mit der Lösung. Der hat vorher einen Marktbegleiter, den er eingesetzt hat, hat er ein Jahr versucht, das mit Consulting aufzubauen und hat das Ganze dann ersetzt. Und innerhalb von 6 Wochen waren wir produktiv, also ein schneller Return on Invest oder Return on Value. Es geht sehr schnell in den produktiven Bereich. Es lässt sich klein beginnen mit wir haben Kunden, die starten mit 200 Workload-Elements, das ist so viel wie eine virtuelle Maschine oder ein Service und können dann nach oben skalieren bis zu Großkonzernen wie der AstraZeneca, die ein paar 10.000 VMs darüber managt und automatisiert. Und Automatisierung ist einer der großen Punkte, wo wir wirklich von Tagen und Wochen auf innerhalb von einigen Minuten, wo Dutzende von Applikationen, von Requests abgearbeitet werden können und zur Verfügung stehen. Ja, können wir bestätigen. Also teilweise dauert die Bereitstellung von virtuellen Maschinen doch noch ein paar Minuten länger als das, was Martin gerade genannt hat. Gut, ich würde noch mal auffordern, ich glaube, es sind nicht alle Fragen beantwortet, die durch die Präsentation jetzt hier entstanden sind. Die E-Mails sind bekannt, also bitte kommen Sie auf uns zu. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wenn es noch mal eine vertiefte, also Deep Dive zu dem Thema Morpheus geben soll oder wenn es Themen Automatisierung gibt, wo auch die Proficom letzten Endes eine Beratungsgesellschaft ist, die dann einen guten Job macht. Sie haben die Kontaktdaten, kommen Sie auf uns zu. Wir sind in Time, wenn ich auf meine Uhr gucke. Das heißt, ja. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und vielen lieben Dank nochmal an unsere Partner Martin und Thomas. Hat mich begeistert. Ich hoffe, die anderen auch. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Also dann. Ja. Ciao.